Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren 3-Tages-Wochenendbotschaften. Warum Wochenendbotschaften? Weil wenn du es heute am ersten Veröffentlichungstag schaust, dann ist heute Freitag, deswegen für Freitag, Samstag, Sonntag. Das Video ist trotzdem zeitunabhängig. Wenn du es erst nächste Woche, übernächste Woche oder erst in 5 Jahren an einem Dienstag schaust, dann gilt es für Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, ne? Wir werden gleich 3 Karten aus dem Lennemore-Kartendeck ziehen für unsere Hauptüberschriften. Und dann habe ich 2 Stapel gemacht, wie immer bei den 3-Tages-Botschaften. Den ersten und den zweiten Stapel, links oder rechts. Du darfst intuitiv entscheiden, welcher Stapel deiner ist. Gern darfst du dir auch beide anhören. Gern darfst du dir auch beide verteilen auf 2 verschiedene Themen oder auf verschiedene Tage. Das entscheidest du ganz alleine. Was wichtig ist, wenn du es wie gesagt direkt am Veröffentlichungsdatum schaust, ist absolut, essentiell wichtig. Aber wir befinden uns in der Gewinnspielrunde für den 3. Advent. Und bis zum 2. Advent, bis Sonntag noch einschließlich, also bis zum 4.12., kannst du noch mitmachen für das Gewinnspiel, welches am 3. Advent verlost wird oder dann der auch letztendlich der Gewinner dann feststeht. Alles Wichtige dazu findest du vom Montagsorakel, vom Krafttierorakel. Also sprich, jetzt für den 3. Advent findest du jetzt am Montag, heute ist ja Freitag, aber Montag war der 28.11. Da kannst du nochmal schauen, da kannst du auch gerne kommentieren und am Gewinnspiel dann auch teilnehmen. Auch ganz wichtig, wir befinden uns ja jetzt im Dezember und es gibt im Dezember immer wieder Rabattaktionen, die findet ihr dann unter dem Video, in der Videobeschreibung. Deswegen schaut den ganzen Dezember über mal zwischendurch in die Videobeschreibung, sei es jetzt von den 2-Tages-Botschaften oder 3-Tages-Botschaften oder beim Spezialorakel dienstags um 17 Uhr oder auch bei den Wochenorakeln, die samstags um 12 Uhr kommen. Immer mal wieder gibt es Rabattaktionen, also sprich Bonbons, kleine Goodies für euch. Damit möchte ich euch auch gerne Danke sagen. Also bucht dann fleißig. Es gibt manchmal nur ein geringes Kontingent, weil ich möchte natürlich auch zeitnah die Buchung machen, damit ihr auch direkt dann wisst, was in 2023 dann kommen darf. Na gut, jetzt würde ich aber sagen, gucken wir uns jetzt erstmal die Lennys an. Die 2 Stapel lege ich zur Seite. Und dann ziehen wir uns mal hier erstmal die Überschriften. 1, 2 und 3. Da haben wir das Kleeblatt. Da haben wir die Lilien und da haben wir uns. Okay, und ihr wisst, beim Marquiel im Kartendeck gucken wir so nach hinten, also sprich so ein bisschen rückblickend. Die Lilien, die ist eine Familienkarte, unsere Harmonie, Balance auch. Ne? Und es ist schön, wenn wir so nach hinten schauen. Das heißt, so im Moment so kleine Genugtuung, ist Zufriedenheit im Alltagsglück, mit der Familie, mit Freunden, Partner, Partnerin, ne? Vielleicht auch, die Lilien ist ja auch, wie ich es immer so gerne nenne, auch die Knisterkarte. Ne? Das heißt, vielleicht haben wir auch eine Affäre, Freundschaft plus, die am Wachsen ist, ne? Mit Glück halt auch peu à peu alles so in die richtige Richtung geht. Das heißt, wenn wir so nach hinten schauen, heißt es nicht, dass wir irgendwie zurückblicken unbedingt, sondern dass unsere Gedanken das gerade so mit sich bringen. Ne? Und dass wir da gut in einer Stabilität, in einer guten Balance sind, dass wir uns gut fühlen, dass wir darauf aufbauen können, dass wir vorwärts gucken können, auch diesbezüglich, dass wir uns wohlfühlen können im Kreise unserer Lieben oder mit einem Lieben, einer Lieben. Und ja, das ist so, manchmal vielleicht denken wir gerade so, wir hätten es gerne, der Ist-Zustand ist noch nicht so. Dann haben wir hier durch das Kleeblatt das schnelle Glück, was kommen möchte, was wir aber auch hegen und pflegen dürfen und auch müssen. Ne? Es ist alles ein Geben und Nehmen und jeder muss seinen Teil und darf seinen Teil dazu beitragen, damit es auch harmonisch ist, damit man aber auch in der Stabilität ist. Wenn es hier gar nicht um Personen geht, ist das halt deine eigene Stabilität, deine eigene Harmonie, deine eigene Balance wiederfinden. Das kommt auch peu à peu, auch im Alltag, ne? Vielleicht auch zu Kräften kommen oder mal endlich mal wieder ein kleines Lichtlein am Ende des Tunnels zu sehen, ne? Also, worauf ich aufbauen kann. Ne? Das Kleeblatt ist das schnelle kleine Glück, worauf wir halt aufbauen dürfen. Und dann haben wir auch mit den Lilien nochmal auch einen Hinweis als Winterkarte, ne? So dass wir vielleicht, geht es dann endlich, der Winter, der startet ja auch am 21.12.
Deshalb bis dahin noch vieles auch zu tun ist, ne? Zu machen ist und wir darüber nachdenken, wie wir da so ein bisschen auch in die Puschen kommen, was wir in die Wege leiten können, was uns aber auch natürlich glücklich macht, ne? Was uns zufriedener macht, worauf wir aufbauen können für 2023. Also verschiedene Themen, die da gerade so auch uns beschäftigen. Aber ich finde es immer wichtig, wisst ihr auch, immer so mit den Stapeln das auch anzuschauen. Und das machen wir natürlich jetzt auch, ne? Aber vielleicht wird ja aus einer Affäre, Freundschaft plus, kann natürlich auch sein, dass hier mehr draus wird. Ne? Dass das jetzt auch das Signal ist, hier mit dem Wachstumsglück, mit dem Aufbauglück, dass daraus halt mehr werden kann. Oder du wünschst es dir auch und dann kommen diese Momente dann auch, ne? Mit dem schnellen Kleeblatt hier. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wir schauen uns natürlich Stapel jetzt an. Du darfst jetzt gerne entscheiden. Darf jetzt der erste sein, der zweite sein? Links oder rechts. Ich starte natürlich mit dem ersten Stapel. Und deswegen nehmen wir uns den anderen hier erstmal zur Seite. So, was haben wir da Schönes für uns? Übung, Übung, Übung. Okay, da haben wir noch zum Winterstart ein bisschen Zeit, ne? Mit täglichen Üben kannst du deine Fertigkeiten und Talente verfeinern und dein Selbstvertrauen stärken. Und dann nehmen wir uns natürlich die Drachenbotschaft auch mit dazu. Da haben wir den kristallgelben Drachen. Öffne dich für höheres Lernen und Weisheit. Erweitere dein Kronenchakra für die Erleuchtung. Geh den höheren spirituellen Weg. Wow. Ja, das ist so, das passt so schön zusammen hier mit den Karten hier auch, dass wir nachdenken, dass wir vielleicht Sachen Revue passieren lassen, dass wir vielleicht Perspektiven sehen, um halt auch in unsere Stabilität, in unsere Balance zu kommen, dass wir Ideen haben, uns nochmal zu verwirklichen, ne, um halt mehr Kraft auch für uns zu bekommen, damit wir auch wieder glücklich sind. Aber das halt peu à peu und das Glück steht in unserer Seite, das schnelle Glück auch, die schnelle Umsetzung. Und es kann gut sein, dass wir da noch ein bisschen dran rumfallen dürfen. Ne? Deswegen haben wir die Winterkarte da, deswegen haben wir das Aufbauglück auch, aber steht alles in den guten Sternen für uns. Auch wenn wir die Sternenkarte nicht dabei haben, sagt es uns hier ganz klar, dass wir das, was wir vorhaben, wo wir uns hinführen oder beziehungsweise hinführen lassen wollen, wo wir merken, dass uns die Person, Familie, Freunde, Partner, Partnerin etc., dass uns das gut tut, dass wir da wachsen können. Ne? Und manchmal ist es auch dieses Gefühl geben und nehmen halt auch, dass wir da ein bisschen mehr noch reingeben dürfen. Ne? Soll ja alles immer in der Waage sein, in Balance sein. Und ich sage immer, es muss ja nicht immer 50-50 sein, aber manchmal dürfen wir auch noch mal was dazu tun. Und das ist vielleicht auch eine Lernaufgabe hier auch. Und da kommen wir halt auch mehr in unsere Balance rein, wenn wir natürlich da auch wachsen dürfen, wenn wir Selbstvertrauen entwickeln dürfen. Ne? Und Selbstvertrauen entwickeln wir halt auch, indem wir uns austauschen, indem wir machen und tun, uns auch beweisen können und ja, uns auch selber achten und wertschätzen, ne? Und wirklich auch Dinge mal umsetzen. Und öffne dich für das höhere Lernen und die Weisheit ist so für mich so, dass viele Impulse gerade so auch in dir stecken, ne? Die geh deinen spirituellen höheren Weg ist für mich ja auch nochmal so diese Untermalung, dass du vertrauen darfst, ne? Und du darfst auch annehmen, alles auch, was so Impulse, die kommen jetzt oder ne, auch Gedanken hier halt auch die Vorbereitung vielleicht auf den Winter, um irgendwas zu realisieren dann in diesen Wintermonaten oder für die nächste Zeit, das musst du ja nicht jetzt unbedingt am Winter festmachen. Für mich geht es darum, das so in die Planung zu gehen, ne? Dass man gewisse Sachen betrachten darf, aber man hat das Glück an seiner Seite. Natürlich ist das Kleeblatt auch, dass man dran arbeiten darf. Ne? Was ich vorhin auch sagte, auch im Geben und Nehmen, auch in Beziehungen oder wenn ich irgendwas Neues aufstellen möchte, beruflich auch oder mich da nochmal weiterentwickeln möchte. Es ist alles mit Arbeit verbunden und Arbeit hört sich immer so in Anführungsstrichen negativ an. Nein, es ist doch schön, wenn wir daran wachsen können, wenn wir da an unser Glück immer mehr spüren. Es ist ja auch so, wenn wir irgendwas gemacht haben, das wisst ihr auch, und wenn wir, und das sage ich jetzt wieder nicht wertend, nur mal geputzt haben wieder zu Hause, ne? Oder irgendwie aufgeräumt haben, ausgemistet haben, uns geht es danach viel besser. Und wir sind
freier, weil wir das erledigt haben. Ne? Wir haben einen Check dahinter gemacht. Und das ist, finde ich, hier so, das gibt hier so ganz klar auch das Signal, mach es, ne? Bleib dran, bleib fokussiert auch. Ne? Bei was, wem oder zu welchem Thema das bei dir auch jetzt immer so ist. Ne? Auch Versöhnung vielleicht der Familie oder mit Freunden, ne? Wo man vielleicht auch ja, nochmal überlegen darf, wie geht man da dran oder wenn man ein Vorhaben hat, wie kann ich das umsetzen, wie kann ich da halt Fürwörter, nicht Fürwörter, sondern vielleicht auch Menschen dafür auch gewinnen, ne? Also Fürsprecher, das Wort fehlte mir gerade, ne? In meinem Vertrauen auch, ne? Auf das Glück auch vertrauen, aber hier halt auch zeigen, deswegen Befürworter auch finden, indem ich zeige, dass ich da alles realistisch betrachtet habe, dass ich hier mehr Informationen eingeholt habe, dass ich hier nicht blauäugig handeln möchte, sondern ich möchte den Weg gehen und ich habe alles bedacht. Ne? Wir schauen uns mal den Heilstein nochmal an. Da haben wir den Lapislazuli dazu gezogen. Lebensverändernde Erscheinung oder Erfahrung. Ein großer und segensreicher Wandel steht Ihnen bevor. Und Gott unterstützt sie bei jedem Schritt auf diesem Weg. Ist das nicht toll? Du hast vorhin schon den spirituellen Weg gehabt, wo du jetzt, ne, den du auch jetzt dir anvertrauen darfst, beziehungsweise den du auch gehen darfst, den du auch für dich auch in Anspruch nehmen sollst. Ne? Und ich finde das total schön, weil hier ist für mich ganz viel. Und auch wenn wir hier Übung haben, ist es gespiegelt das auch ganz, ganz viel wieder halt. Ne, dass du endlich deine Stabilität, dein Halt, deine Balance wiederfindest, durch was auch immer, ne? Dass du lernen durftest, lernst weiterhin, um dahin auch zu kommen, aber auch vielleicht mit Personen, Familienmitglieder, Freunden etc., wo man zusammenwachsen darf, ne? Zusammen auch Kompromisse schließt, zusammen auch lernt, zusammen auch vertraut, dass dieser Weg der richtige ist. Und lebensverändernde Erscheinung oder Erfahrung. Ein großer und segensreicher Wandel steht Ihnen bevor. Und Gott unterstützt Sie bei jedem Schritt auf diesem Weg. Und ich sage euch, ihr Lieben, auch immer, ihr müsst nicht an Gott glauben, ne? Aber irgendeine höhere Macht begleitet euch und wird euch auch führen und wird euch hier auch dieses Alltags- und dieses schnelle Glück auch zeigen und dass ihr auf dem richtigen Weg seid, ne? Es wird euch nicht hier alles in den Schoß fallen, auch wenn es Auseinandersetzungen gab oder wenn man hier wieder schöne Momente erleben möchte, ne? Auch mit Partner, Partnerin etc. Alles ist Arbeit. Übung. Alles. Ob wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass du ein Vorhaben hast, wo du Glück bei bekommst, wo du darauf aufbauen darfst, wo du Heilstabilität bekommst, Jobrichtung, Hobbyrichtung, Verwirklichung, Auswandern etc., was du in die Wege leitest hast, was im Winter mehr spruchreif wird, was jetzt noch so in der kleinen Vorzone ist, wo du in der Planung bist. Oder ob es hier tatsächlich um Menschen geht, ne? Oder um Partnerschaft oder wirklich, was du dir wünschst, um deine Balance, Stabilität wiederzubekommen. Das ist auch alles Arbeit. Ne? Es fliegt uns nicht zu, aber wir haben vielleicht jetzt gerade so eine Phase, wo wir neue Menschen kennenlernen dürfen. Und natürlich dürfen wir auch Einsatz bringen. Natürlich dürfen wir uns darauf auch letztendlich fokussieren. Dürfen wir ja zusammenwachsen, ne? Dürfen wir auch Einsatz zeigen und das macht uns oder bringt uns auch ins Selbstvertrauen halt auch. Ne? Und dann sind wir begleitet und geleitet auf unserem spirituellen Weg auch, ne? Weil wir wieder Hoffnung haben, weil wir Glauben haben. Und dann wandelt sich unser Leben auch, ne? Wohin auch immer, ne? Und zu welchem Thema. Das ist hier sehr, sehr vielfältig, das wirst du wissen, was es ist. Aber es ist schön, wenn wir hier geschützt sind. Und das sind wir hier durch die ersten Karten auch, weil Halt, Stabilität, Balance kommt zurück, peu à peu, ne? Mit unserem schnellen Glück und schneller als du denkst auch. Wir schauen uns mal das Engeleinchen an und schaut mal die Leichtigkeit. Finde ich super schön. Über eine Sommerwiese, zwei Schmetterlinge im Tanz, im Sein. Und das ist alleine immer so dieses, was dazu steht, ne? Zur Leichtigkeit, ne? Manchmal dürfen wir auch mal 5 Grad sein lassen zu manchen Themen, weil wir schon genug dafür getan haben. Wir haben gekämpft, gemacht, getan. Jetzt kommt es halt von außen, von selbst, das Aufbauglück. Klar müssen wir dann dranbleiben, ne? Alles ist weiterhin Arbeit. Wir lernen nie aus. Und auch Menschen, die sich zusammenraufen dürfen, ne? Auch neue Partnerschaften oder Familienmitglieder, die halt andersdenkend sind. Akzeptanz, Toleranz, ganz wichtig. Das ist alles Arbeit. Alles ist Arbeit. Aber es ist doch schön zu sehen,
wenn man Akzeptanz auch vielleicht groß schreibt, für sich auch, für andere, für seinen Weg auch, und dass man dafür alles, was man dazu noch beitragen kann, auch selbst noch beiträgt und man dann auch wirklich in die Stabilität, Balance kommt, dass man Fortschritte macht, dass man hier, ich will nicht sagen, das Glück gepachtet hat, aber das Glück an deiner Seite auch ist. Zu wem, zu was, zu welchem Thema, Situation, das auch immer so ist. Aber darauf kannst du aufbauen. Und das mit der Leichtigkeit. Nicht verkrampft sein. Und Akzeptanz ist für mich hier ein ganz, ganz großes Wort. Und ich lese das Engeleinchen nochmal vor, weil ich das so liebe. Ich liebe das so, wie das da drunter steht. Leichtigkeit. Über eine Sommerwiese, zwei Schmetterlinge, im Tanz, im Sein. So, dann nehmen wir uns natürlich auch Stapel 2. Und schauen, was da kommt. Okay, geh weg. Ein klarer Hinweis, ne? Verlass diese ungesunde Situation und freu dich darüber, dass sich als Folge neue Türen öffnen. Wow. So, wir nehmen natürlich die Drachenbotschaft auch hier mit dazu. Da haben wir den Aquamariendrachen vom Neptun. Eröffnet dir Zugang zur innersten Weisheit deiner Seele. Spiritualität und Weisheit stehen zu deiner Verfügung. Entwickle deine übersinnlichen Fähigkeiten und empfange unsankbares Seelenwissen. Wow. Ja, und das ist manchmal ist auch so, dass man, wie ich vorhin sagte, auch dieses Zurückblickende, ne, in Bezug vielleicht auf Familienmitgliedern, Freunden etc., wo man vielleicht traurig ist, ne, weil gewisse Sachen nicht so gelaufen sind, dann ist es halt so. Der neue Weg, dein Aufbauglück, dein Alltagsglück können ja mit anderen Personen auch stattfinden. Und es kann auch sein, dass irgendwas arbeitsmäßig im Job nicht gut gelaufen ist, Mobbing oder in der Selbstständigkeit etc. Aber im Winter wird wieder dein Glück kommen, du kannst wieder darauf aufbauen. Und geh jetzt dann deinen Weg. Das ist auch ganz wichtig mit diesem Geh weg. Verlass diese ungesunde Situation und freu dich darüber, dass sich als Folge neue Türen öffnen. Ne? Empfange Seelenwissen. Spiritualität und Weisheit stehen zu deiner Verfügung. Ja, intuitiv kannst du handeln, dass das hier nicht gut ist. Und hier wirst du auf jeden Fall wieder das Glück spüren. Vielleicht hast du viele Gedanken auch so und wünschst dir so sehr, dass mal endlich mal wieder eine Glücksphase kommt, eine Hochphase, ja? Im Winter steht sie an. Peu à peu. Wichtig ist, darüber nachzudenken, was ist gerade nicht so in deinem Leben, was nicht so gut läuft, was du vielleicht jetzt bearbeiten darfst, loslassen darfst, vielleicht auch wirklich Abschied nehmen darfst, ne? Um halt deine neuen Wege zu gehen, um deine Harmonie, deine Stabilität wieder auch zu bekommen, diese Balance halt auch. Ne? Und manchmal können wir daran gar nicht glauben, ne, wenn wir in so einer Situation festgefahren sind. Doch, das schnelle Glück kommt ja hier schon mit dem Kleeblatt. Das ist nicht so, dass dann sofort alles rosarot ist. Ne? Das ist ein Aufbauglück. Aber es ist schön, wenn ich das Signal bekomme, dass ich mich in dieser Phase auch befinde, dass alles gut wird. Dass ich wieder wachsen darf, dass ich wieder in die Stabilität komme. Dass das, was ich jetzt auch bereit bin, dafür auch gehen zu lassen, wovon ich mich verabschiede, aus toxischen Situationen, toxischen Menschen, was auch immer. Ne? Ich höre auf mich. Ich bin da wirklich ganz bei mir und empfange unsankbares Seelenwissen. Das finde ich auch schön. Ich bekomme schon diese Impulse, die Hinweise, was im Außen gut für mich ist und was nicht gut für mich ist. Ne? Und ich arbeite darauf hin, dass das jetzt mein Leben da auch sich ändern darf, transformieren darf. Ne? Auch ganz wichtig, dass wir es auch in den Fokus nehmen. Wir schauen uns meinen Heilstein dazu an. Da haben wir den Rauchquarz gezogen. Negatives reinigen. Lassen Sie die negative Energie in Ihnen oder um Sie herum los. Wow, wie die Karten wieder echt zusammenpassen. Ihr wisst, und wer es nicht weiß, weiß es jetzt. Ich schaue mir die Karten auch nicht im Vorfeld an. Ja, es ist total schön und manchmal ist es vielleicht so, dass es auch, ne, ganz wichtig ist, nicht manchmal, es ist oft wichtig, an uns auch zu denken, ne, und wirklich das hier auch loszulassen und die negativen Energien auch wirklich reinigen, um auch wieder Stabilität zu erfahren, um auch das Glück auch
reinzulassen. Weil manchmal sind wir so in diesem Pessimismus, in dieser Negativität auch drin, weil das Umfeld, weil irgendetwas im Außen stagniert, was uns hindert, was uns blockiert etc. Da ist Reinigung ganz, ganz wichtig. Ne? Negative Energien loslassen, hier vertrauen, dass im Winter alles besser wird. Hier vertrauen, dass mit Familienmitgliedern auch besser ist. Aber man muss zusammen dran arbeiten. Man bekommt vielleicht einen Impuls, dass es halt wieder gut wird. Auch mit Freunden oder wie auch immer. Manchmal auch mit Liebschaften, was ich vorhin auch sagte. Ne? Man bekommt einen Impuls, aber man muss etwas tun dafür, damit man auch in dieses glückliche Aufbauglück gehen kann. Man muss vorher, und ich sage bewusst muss, etwas ändern, bearbeiten, aussprechen etc. klären, damit das hier auch wirklich alles auch in die richtige Bahn gelenkt wird. Es ist ultra wichtig, wenn ihr da mal so den Fokus wirklich drauf nimmt und drüber nachdenkt, was es bei euch auch ist, um dann halt das Gute, das Glück auch dann empfangen zu können. Und darauf kann man aufbauen. Ob hier in Situationen, die da sind, Menschen, die da sind, mit denselben Menschen, mit derselben Situation, mit derselben Arbeit, mit demselben Hobby, mit derselben Selbstständigkeit etc. pp., das entscheidest du. Nur wichtig ist, das halt wirklich zu transformieren, das halt anzugehen und darauf dann aufzubauen. Oder ganz klar zu sagen, nee, das ist Vergangenheit. Ich nehme jetzt einen anderen Weg. Ich nehme jetzt ein anderes Umfeld für mich. Und darauf baue ich mein Glück auf. Meine Stabilität, meine Balance wieder. Ich finde wieder zu mir. Peu à peu, ne? Und kann das Glück dann auch spüren. Das hast du mit den Karten hier schon definitiv. Schau, das Engelheit, oh, wie schön. Da kriegen wir die Kraft noch dazu. Wow. Och, wie schön. Da freue ich mich total drüber. Ahnst du, wie viel Energie frei wird, wenn du alles und jeden so annimmst, wie sie sind? Ja, und mir geht es hier so darum, um die Kraft. Ne? Also diese Transformation, diese Kraft für dich, diese Kraft bei etwas zu verändern, diese Kraft im Annehmen des Aufbauglücks, des Wachstumsglücks, des schnellen Glücks. Ne? Und hier wirklich entweder mit der Winterkarte, Familienkarte, Freundekarte oder halt wirklich auch als Affärenkarte, was auch immer dein Thema ist, ne? Löse es und du hast die Kraft dazu, entweder das zu lösen, ganz klar für dich einzustehen, Bedürfnisse hier zu äußern, ganz klar zu sagen, nee, so nicht mehr, wenn dann neu und dann auch in Anführungsstrichen mit diesen und jenen Bedingungen, oder zu sagen, hier, ich schließe damit ab, nehme mein eigenes Glück in die Hand, mein Seelenwissen, meine Intuition, meine Impulse, die ich bekomme, ich reinige und gehe einen komplett anderen Weg, weil ich habe die Kraft dafür. Das kriegst du hier, auch wenn du es in dem Moment vielleicht noch nicht fühlst, spürst. Du kriegst mit den Karten, dass du es auch schaffst, ohne dem oder mit dem, der, die, das, dem, was auch immer das sein mag. Dann aber in Anführungsstrichen nur mit der Transformation, mit der ganz klaren Äußerung, das, was du dir wünschst, zu diesem Thema, zu diesem Menschen etc., mach es. Du hast die Kraft dafür, weil du hast Glück an deiner Seite, die Stabilität kommt sowieso, du hast die Winterkarte da, die Harmonie-Balance-Karte für dich selbst, mit der Kraft. Das ist wunderschön. Mach bitte was draus, ne? Stapel 2. Ihr Lieben, ich drücke euch ganz feste. Freue mich, dass ihr hier seid. Freue mich über den Daumen hoch. Ja, freue mich, wenn ihr beim Gewinnspiel jetzt noch teilnehmt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns spätestens beim nächsten Orakel wieder. Bis dann. Tschüss.